Tja, Leute, aus aktuellem Anlass, der Schnee ist weg, dieses Video. Nun ist auch der Dreck wieder hervorgekommen und präsentiert sich in Tristesse, Abschottung, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Schließung kultureller Einrichtungen und Zerstörung wirtschaftlicher Existenzen. Schaut einfach zu und macht euch einmal darüber Gedanken, ob ihr euch geliebt fühlt von den uns regierenden Politikern, die doch so eifrig für Gesundheit und Wohlergehen ihres Volkes sorgen und dafür in Kauf nehmen, dass der Lockdown unvorstellbare wirtschaftliche Schäden, menschliches Leid und selbst seelische Krankheit verursacht. Ich bin der Meinung, dass wer Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Freiheit für Sicherheit opfert, zu einer an Fäden hängenden Marionette, die darauf wartet, was als nächstes mit ihr passiert. Aber gut, es gibt sicherlich viele, die genau das tun, weil es bequemer ist